Guten Morgen, meine lieben Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar und Rohstoffradar am Donnerstag, dem 5. Januar. Ich grüße Sie ganz herzlich, ich hoffe, Sie sind gut in den Tag gestartet. Die Währungsmärkte sind dies in jedem Falle. Es gibt hier reichlich Ausschläge. Wir sehen hier insbesondere den Goldpreis heute und den Euro erholt. Den Goldpreis schauen wir uns, wie gesagt, auch mal gleich an. Doch vorab, hier gehört die Bühne dem Euro gegenüber dem US-Dollar, der sich im Zuge des gestrigen Events hier von der Seite der Konjunkturlage, der News, dahingehend, dass ja das Protokoll veröffentlicht wurde, hier das FED-Protokoll der Dezember-Sitzung. Und da ging eben daraus hervor, dass einige Mitglieder der FED sich hier ein bisschen mit Sorge darüber geäußert hatten, dass der starke Dollar ein Problem sein könnte. Der Dollar, das hatten wir auch gestern im JFD-Devisenradar-Webinar am Nachmittag besprochen, besitzt durchaus noch etwas Aufwärtspotenzial. Der US-Dollar-Index hier sozusagen auch als Sinnbild für den Dollar generell anzusehen. Und da stellten wir fest, oder auch technisch schon seit einigen Monaten fest, dass mit dem Ausbruch der US-Dollar-Index ja unlängst vollzog, sich hier sozusagen auch weiteres Potenzial auf der Oberseite generieren kann. Und dazu will ich Ihnen mal kurz den US-Dollar-Index zeigen. Hier sozusagen der Wochenchart zum US-Dollar-Index und eben hier die Range, die wir seit 2015 gefahren haben, im Bereich von 100 Punkten bis knapp 93,50. Da ging es immer, wie gesagt, hin und her und dann erfolgte eben hier zum Ende des letzten Jahres im November der Ausbruch, Pullback dann im Dezember und seither schießt er nach oben. Und rein aus projektionstechnischen Gründen von dieser Range abgeleitet, ergibt sich etwa Potenzial in Richtung 108 Punkte und wir sehen, der US-Dollar-Index hat auch durchaus dieses Potenzial, hier nach oben praktisch weiter anzusteigen. Also man sollte durchaus mit einem weiter anziehenden Dollar rechnen. Ob dies allerdings, und das wage ich hier zu bezweifeln, in der Art weiter fortgesetzt wird, wie wir das im Jahr 2014/15 zu Beginn 15 erlebten, also praktisch hier ein neuer Rallye-Schub zu erwarten ist, das sei mal dahingestellt. Da bin ich nicht ganz so bullisch für den Dollar. Sehe hier eher am Horizont dann eine mögliche Überraschung auf der Südseite, sodass der US-Dollar-Index kippt und der Euro gegenüber dem US-Dollar viel mehr anzieht. Damit sind wir auch schon beim Thema der Euro. Schauen wir uns hier auch mal den Wochenchart dazu an. Wenn der US-Dollar-Index steigt, dann dürfte der Euro gegenüber dem US-Dollar entsprechend fallen. Und wir sehen hier den übergeordneten Abwärtstrend, natürlich auch eine Art Spiegelbild zum US-Dollar-Index. Steigt der US-Dollar, fällt natürlich der Euro hier im Kontext. Und wir sehen den übergeordneten Abwärtstrend seit 2008 im Zuge der Finanzmarktkrise eskalierte es. Wir hatten sehr, sehr hohe Volatilitäten in den Folgejahren, aber die generelle Abwärtstendenz hier in diesem Abwärtstrendkanal sehr schön einzufangen. Unlängst gab es im Jahr 2015 nur ein kleiner Reload, hier auch eine Bestätigung dieses Levels. Und ja, im Bereich hier von 1,0459 gab es dann das lokale Tief. Dann hier auch eine große Seitwärtsrange, ähnlich dem US-Dollar-Index hier seit 2015. Wir haben hier oben beim Euro ganz klar den Deckel bei 1,1450 drauf. Das war ein Level, da konnte er definitiv per Wochenschlusspreis nicht signifikant drüber ansteigen. Und das setzte ihn dann beginnend, wir sehen es auch hier, mit einem Abwärtsimpuls, wir hatten hier das letzte Verlaufshoch im Mai 2016, dann hier sozusagen unter Druck. Innerhalb dieser Range hatten wir dann aber auch schon einen Abwärtstrend etabliert und unlängst rutschte der Markt bzw. Euro-US-Dollar zum Ende des letzten Jahres eben signifikant nach unten. Und wir haben auch hier ein neues Mehrjahrestief unlängst zum Jahresauftakt markiert und es deutet sich an, dass der Euro gegenüber dem US-Dollar weiter zurückfällt. Innerhalb dieser großen Abwärtstrendkanalstruktur erscheint ein Test der Parität durchaus möglich und das hatten wir auch gestern im JFD-Devisenradar besprochen. Hier sehr, sehr gute Chancen, dass wir in Richtung Parität laufen. Dann jedoch, und hier rufe ich mal das Harmony Pattern auf den Schirm, hier im Monatschart-Intervall das Gartley 222 Harmony Pattern. Hier ein Umkehrmuster, was sich hier anhand von Fibonacci Extensions und Projektionen ableiten lässt und Retracements entsprechend. Und hier wird sozusagen vorausgeschaut, dass im Bereich der Parität, wobei hier auf Monatsbasis auch durchaus einige Pips an Schwankungen einkalkuliert werden müssen, das heißt, kleine Dips nach unten in Richtung 0,97, 0,96 vielleicht könnten durchaus erfolgen, aber hier in dieser Spanne um die Parität herum, denke ich, hat der Euro sehr, sehr gute Chancen,
auch aufgrund dieses Umkehrmusters hier eine Erholung einzuleiten. Auch vor dem Hintergrund, dass die Stimmung dann wahrscheinlich denkbar negativ ist, der Euro sozusagen auf breiter Front totgeredet wird. Es deutet sich im Bereich der Parität dann durchaus eine mögliche Stabilisierung an. Wie das fundamental herzuleiten ist, das ist die große Gretchenfrage, denn gerade im Zuge dessen, dass hier ja auch weitere Zinsanhebungen in den USA für 2017 jetzt vorausgesagt wurden, die EZB dahingehend nichts dergleichen in Ansehen hat, ist es natürlich fundamental eigentlich nicht gerechtfertigt, dass der Euro sich erholt. Doch, wie eingangs eben auch gesagt, das Protokoll der Notenbank vom Dezember sieht eben hier Risiken in einer zu starken Dollaraufwertung und das könnte vielleicht durchaus eine Überraschung sein, zumal die Leitzinsanhebungen, die uns ja auch in 2015 für 2016 in Aussicht gestellt wurden, ja keinesfalls erfolgten. Drei bis vier hätten kommen können. Eine letztlich erfolgte ein Jahr später und ich denke, das könnte auch dieses Jahr vielleicht einen ähnlichen Verlauf nehmen, was den Dollar hier dann durchaus im Verlauf der nächsten Monate unter Druck setzen könnte. Kurzfristig jedoch, wie gesagt, scheint es so, oder mittelfristig vielmehr, dass der Euro durchaus in Richtung Parität driften sollte. Was wir jetzt aktuell sehen, ist, dass wir hier im Bereich von 1,055 etwa, das ist hier im Monatschartintervall sehr, sehr schön zu sehen, das ist eigentlich eine Unterstützungszone, daher grün. Da versucht sich der Euro gegenüber dem US-Dollar aktuell ein Stück weit an Stabilisierung. Die Frage eben, ob das gelingt. Tatsache ist, wir haben hier jetzt nochmal den Wochenchart, um das Bild noch ein Stück weit genauer aufzudröseln. Da sehen wir hier nach dem neuen Mehrjahrestief die aktuelle Erholung. Und jetzt ist die große Gretchenfrage, wie weit das gehen kann. Im Bereich 0,59, 0,60 haben wir hier einen kleinen Horizontalwiderstand, den ich hier durchaus als interessant erachte. Das soll heißen, wenn Euro ist dann nochmal rund, 100 Pips ansteigt, ja, dann kann man hier oben in diesem Bereich durchaus mal Obacht geben, ob es nicht vielleicht ein mögliches Umkehrsignal gibt, was dann sozusagen hier auf Tagesbasis, 4-Stunden-Basis die Chance gibt, einen möglichen Short zu suchen. Denn ich denke mir, nach diesem aktuellen Erholungsimpuls, den wir sehen, könnte Euro-US-Dollar durchaus wieder nach unten abdrehen. Und gerade unterhalb von ja, 1,065 etwa stehen die Chancen gar nicht schlecht, dass es dazu kommen könnte. Schauen wir uns das kurz an, etwa in dieser Art und dann auch in Richtung Harmony Pattern, in Richtung Parität im weiteren Jahresverlauf, um dann hier möglicherweise die große Trendwende dann einzuleiten. Das wird spannend sein zu beobachten. Wir werden das beobachten hier beim JFD Devisenradar, Schrägstrich auf unserem JFD Desktop, werden Sie hier dahingehend auf jeden Fall im Bilde halten. Also kurzfristiger Erholungsimpuls möglich, zeigt auch die Saisonalität an. Da sehen Sie hier, gerade die nächsten Tage könnten hier durchaus noch bullischer werden. Dann aber, wie gesagt, aufpassen, was hier im Bereich 0,65 passiert. Ähnliches Bild. Ja, da denke ich mir, schieben wir den blauen Pfeil mal in eine Korrekturzone. Hier oben wird es dann dünn und dann könnte der Euro durchaus wieder in Richtung neuer Tiefs abdriften. Das zumindest mal hier die Vermutung, die Einschätzung. Also kurzfristiger Erholungsimpuls, ja. Dauerhaft eher nein. Da würde ich dem Euro noch ein bisschen mehr Zeit geben, bevor er hier vielleicht auf der Nordseite eine Überraschung fährt. Gut, schauen wir kurz auf den Goldpreis. Dazu wird es in Kürze auch gleich einen größeren Artikel geben, der das Ganze noch ein Stück weit genauer darstellt. Denn wir haben hier einerseits ein interessantes Seasonal Pattern, andererseits aber auch eine sehr, sehr interessante Gegebenheit, da der Goldpreis bereits hier am gestrigen Handelstag den Widerstand von 1165 touchierte. Gehen wir hier in den Wochenchart ebenfalls. Hier dieses Horizontallevel um 1163, 1165. Da sind wir heute insbesondere mit der starken Performance wieder drüber gelaufen. Sollte der Goldpreis jetzt hier dieses Niveau entsprechend halten, stehen die Chancen gut, dass wir in Richtung 1200 etwa ansteigen. Das ist auf jeden Fall das nächste Ziellevel, um dann hier möglicherweise auch das Niveau um 1210, diese Widerstandszone hier anzusteuern. Gestern beim JFD Devisenradar wurde auch schon dieses Szenario skizziert. Da stand der Goldpreis bei 1163 und da haben wir hier entsprechend mit einem geringeren Risiko, Stopp knapp unter den Wochentiefs, die entsprechende Chance abgeleitet, die hier ein sehr schönes Chance-Risiko-Verhältnis erlaubt. Und da bleibt mal gespannt zu beobachten, ob der Goldpreis genau diesen Weg einschlägt. Also es schaut gut aus, wenn es noch mal leichte Rücksetzer in Richtung 1160 geben sollte, wäre das meines Erachtens eine gute Chance, hier einzusteigen. Seasonal, wie gesagt,
kommt noch ein schöner Beitrag, der auch einen steigenden Goldpreis in Aussicht stellt. Und man muss dann mal abwarten, was der Goldpreis macht, wenn wir uns hier in Richtung der Region von 1200 Dollar annähern. Ob das hier eine größere Trendwende wird, muss man mal sehen. Rein technisch, wenn wir hier über 1215, 1216 anziehen, dann könnte es sogar noch wesentlich weitergehen. Aber das ist jetzt schon zu viel orakelt. Müssen wir mal abwarten, was passiert. Der Dollar ja auch hier mit einer gewissen Einflussnahme auf den Goldpreis. Und wenn der Dollar natürlich jetzt unlängst wieder steigen sollte, sich wieder hier entpuppt in Sachen Stärke, könnte auch der Goldpreis wieder darunter leiden. Ein starker Dollar beeinflusst hier den Goldpreis generell negativ. Und insofern mal abwarten, ob es so kommt. Aber grundsätzlich denke ich auch, der Goldpreis dürfte in diesem Jahresverlauf sein, ja, finales Tief möglicherweise finden. Ob wir hier die Tiefs nochmal vom letzten Jahr des Dezembers ansteuern, Schrägstrich unterschreiten, bleibt mal dahingestellt. Das wäre definitiv anzunehmen, wenn wir hier neue Mehrwochentiefs machen, also hier das Tief aus dem Dezember rausnehmen. Dann wird der Goldpreis sicherlich weiter abkippen in Richtung der Tiefs aus 2015, dann gegebenenfalls sogar nochmal die 1000-Dollar-Marke ansteuern. Aber ich meine, hier in diesem Bereich grob dürfte der Goldpreis seinen Boden finden. Das unterstreicht auch der große Chart vom Goldpreis, dass wir hier praktisch in den nächsten Handelsmonaten hier einen Boden finden sollten. Sie sehen auch hier den Pullback an die Trendlinie, da erheben wir uns gerade auch darüber ab. Also das heißt, der Goldpreis muss gar nicht so tief fallen, wenn es nochmal nach unten geht. Vielleicht ist das sogar eine Art Wiederholung des Jahres 2016. Und da gehen wir mal hier auf den Januar. Sehen Sie hier, was da passiert ist. Die erste Jahreshälfte war ja mega bullisch für den Goldpreis. Wenn sich dies wiederholen sollte, meine lieben Zuschauer, dann haben wir wirklich eine Renaissance des Goldpreises zu erwarten. Warten wir mal ab, was passiert. Übergeordnete Bild, also das ganz große Bild vom Goldpreis ohnehin unverändert bullisch, selbst wenn wir auch hier die 1000 Dollar nochmal touchieren sollten. Gut, liebe Zuschauer, das war das JFD-Devisenradar am Morgen, das JFD-Rohstoff- und Devisenradar. Ein Stück weit länger geworden, aber wir haben ja auch zwei Underlyings in einer größeren Beschau besprochen. Insofern muss die Zeit auch mal gegeben sein. Und wie gesagt, zu Gold gibt es dann in Kürze nochmal einen Artikel. Also, ich wünsche Ihnen ja viel Erfolg beim Trading, bei allem, was Sie angehen. Und in diesem Zusammenhang noch einen erfolgreichen Handelstag. Ihr Christian Kämmerer und tschüss.